Hey, hallo und willkommen zum heutigen Video. Ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr habt Spaß. Und ich, hatte auch schon mehr, ehrlich gesagt. Und zwar habe ich endlich auch mal den Stunt Truck. Ne? Das ist der Truck aus der Serie Fall Guy, also auf Deutsch ein Colt für alle Fälle. Ja, für alte Säcke natürlich soweit bekannt. Die Steinequalität, ja, ich glaube, man sieht sehr gut die ganzen Farbunterschiede. Ne? Dann, wenn man auch näher hinkommt, dann sieht man auch, dass ja, das Ganze halt schon ziemlich Kratzer versehen ist. Ne? Für euch müsste es links unten sein. Sieht man gut die Kratzer auch hier. Also ja, jetzt vor allem links unten. Ja. Auch hier. Ganz viele Scheiben. Es sind halt Conlongsteine, ne? Und nicht gerade die besten. Es hält alles, okay? Es hat jetzt hier alles gehalten und funktioniert. Ja, soweit mal ganz okay. Dann, was euch vermutlich aufgefallen sein wird, das ist hier vorne fehlt mir das Teil. Die Sachen sind auf dem Weg. Das müsste das gleiche sein wie hier. Ja. Die Sachen sind auf dem Weg. Und damit fangen wir auch mal gleich an. Das ist die Front. Achtet einfach mehr auf die linke Seite. Genau, mehr auf die linke Seite. Da sieht man es richtig gut. Die rechte fehlt halt. Ne? Dann haben wir hier die. Die finde ich ganz okay. Ja, könnte besser sein. Dann haben wir hier die Motorhaube. Die ist natürlich klassisch. Dann kommen wir zur Seitenansicht. Und hier sieht man auch schon unten drunter, da ist ein bisschen anders wie üblich bei den Bluebricks Autos. Da haben wir die komplette Seitenansicht. Dann kommen wir da hinten zu der Antenne. Die Antenne müsste natürlich eigentlich von da hinten bis nach da vorne gebogen sein. Dass man das in der Klemmbausteinwelt nicht praktisch nicht hinkriegt, außer mit einer Hose, ist klar. Sie haben sich halt dafür entschieden. Okay. Und dann sehen wir die Rückseite. Und ja, dann natürlich die anderen. Jetzt vorne kann man natürlich die Motorhaube öffnen. Das ist allerdings nicht ganz so einfach. So, jetzt müssen wir aufpassen, wo man es anfasst. Und da haben wir den Motorhaube. Und ich habe jetzt schon wieder das Ding gelöst. Seht ihr da hinten? Da habe ich es wieder gelöst. Super. Das ist der Motor. Ganz okay, jetzt nicht einer der schönsten Motoren zu bauen. Aber passt ganz okay. Und jetzt seht ihr hier, es hat sich wieder gelöst. Es liegt daran, dass die Motorhaube an so Robotarmen hängt. So. Kann man natürlich schwer sehen, aber die hängen da hinten an zwei Robotarmen. Deswegen ist das Zumachen auch nicht gerade so leicht. Man muss dann gleichzeitig nach hinten drücken und dann erst klemmt es richtig rein. Das ist also, ja, um die Form hinzukriegen, was willst du machen? Ist aber halt nervig zum Aufmachen, ne? Deswegen lässt man es lieber. Dann haben wir natürlich einen Innenraum. Ich nehme jetzt hier dazu das Dach weg. Das sind die Türen. So sehen die Türen aus. Solide mit einer Rundung, dass es gut reinkommt. Wir haben hier das Lenkrad mit den Armaturen, Fußpedale, wie es sich gehört, und die Sitzbank. Die Sitzbank ist natürlich eher langweilig. Ja. So, jetzt müsste doch das möglich sein, das irgendwie ein Licht hinzukriegen, dass man das mal sieht. So, ja, jetzt sieht man es so halbwegs. Ja. Das ist halt, ja, die ist halt natürlich ein bisschen schlicht und einfach, aber das war halt die Zeit damals, ne, von dem Modell. Ja, so. Die Gangschaltung hatte ich erwähnt, da kann man es wieder zumachen.
So ist eben das Dach. Man hat auch einen Rückspiegel dabei. Ja. Da hätte ich mir jetzt noch ein bisschen mehr Verstärkung gewünscht. Nochmal irgendwie so diese 2x4 Inverted Plates, ja, wo ganz dünn sind, um das hier zu stabilisieren. Weil das ist beim Draufmachen jetzt so, muss man dann halt immer gucken, dass man alle Teile gleichmäßig runterdrückt und aufpasst beim Runterdrücken, dass man nach hinten geht, damit es nachher ordentlich aussieht. Ne? Ja, dann haben wir natürlich noch die Ladefläche hinten, ganz klar. Große Radkästen, ist natürlich noppensteinmäßig geschuldet, dass es halt ein bisschen fett ist. Wir haben hier eine Box und in der Box haben wir eine Schaufel. In der Schweiz nennt man das einen Geißfuß, oder? Und in Deutschland nennt man das überall Stemmeisen, Brecheisen. Und dazu haben wir noch diese kleine Werkzeugbox. Okay. Ja, da fällt mir das Mikrofon runter. So, nochmal. Doppelt runterfallen hält besser. So, dann kann man das also wieder da rein tun. Und dann haben wir hier so die Box zu. Dann kann man nach hinten die Ladefläche kippen. Die Heckding da, Heckklappe kann man. Und dann sieht man das, so das schöne Heck. Ja, gut, dann von unten sieht das Ganze auch mal anders aus. Wir haben hier nämlich eine Federung. Also, die funktioniert ganz ordentlich, auch in alle Richtungen. Das ist okay. Es ist nicht so wie beim Jeep, wo ja die Federung dafür gesorgt hat, wenn man falsch drückt, dass der Motorblock unten rauf drückt. Das haben wir hier nicht. Das wurde gut gelöst. Das ist soweit in Ordnung. So, jetzt möchte ich trotzdem ein bisschen meckern. Zuletzt wurde ich ja verwöhnt vom Bluebricks mit dem APC, mit dem von Aliens, ne, der UD4L Cheyenne, ne, dem Dropship aus Aliens. War ja super zu bauen, super Design, super Funktion. Und dann habe ich jetzt das da hier. Das ist natürlich ein Downer, aus zwei Gründen. Erstens mal, Bluebricks zeigt mal wieder die schlechteren Steinequalität, also die Farbabweichungen sind wirklich enorm da oben. Die Kratzer drauf sind auch enorm. Und was mir auch nicht gefällt, ist bei der Optik zum Beispiel. Ja. Ich habe das Original genau angeschaut, aber diese Leuchten sind zu groß. Es müssten keine 2x2 Leuchten sein, genauso wenig wie da oben. Ja. Das müssten kleinere sein. Es müssten 1x1 sein. Er hat ja einen Versuch, Kompromiss zu machen. Und es gibt ja einen, der hat, der bietet ja Stickerbögen an für Bluebricks Special Sets. Leider hat er auf meine Mail nicht mehr geantwortet. Also ich weiß nicht, ob es ihn noch gibt, ob er überhaupt noch was macht oder ob das einschlafen lassen. Aber es gab jedenfalls mal Aufkleberbögen und mit denen da drauf sieht es um einiges besser aus. Also da würden sich die Aufkleberbögen allein dafür lohnen, weil die sind immer weiß eingepackt. Deswegen ich mich auch frage, warum der nicht gleich weiß genommen hat. Ja, sie ist immer eingepackt mit so weißen Abdeckhauben. Hier vorne und hier hinten. Ja. Was mir auch nicht gefällt ist, beim Bau dann, jetzt habe ich wieder mal das Ding in der Hand. Gut, das ist jetzt nichts, was ich Bluebricks vorwerfe. Aber hier unten, da wird das so verbunden, dann kommt hier eine Achse rein und die Achse ist zu kurz. Hier braucht er eine längere Achse. Die Achse, die müsst ihr dann so verschieben, dass sie halb-halb ist, damit sie richtig dran hängt. Und wenn ihr an der einen Seite zu viel spielt, spickt euch das wieder raus.
Ja, nicht so schlau, nicht so toll. Dann, was mir auch nicht gefällt, sind die Räder. Gut, ich gebe zu, es gibt nicht viele Alternativen. Ja. Also vom Durchmesser her, was das angeht, und den Außendurchmesser, da passt es ja eigentlich auch. Aber es sind halt diese furchtbar abgerundeten Dinger. Ich weiß nicht, warum man nicht einfach mal neue Reifen mal in Auftrag geben kann. Also, ich meine, Kunlong macht jetzt wirklich genügend Geld. Die können mal andere Reifen machen. Ne? Ja, also die Reifen gefallen mir nicht ganz. Ich bin auch mit dem hier unten, mit dem Einblick da drauf, nicht zufrieden. Ja? Das hätte man einfach besser auskleiden sollen. Ja? Da hätte man da unten, hätte man so noch Noppen verlängert, und da oben hast du ja Pinaufnahme. Ja? Da oben hast du ja Noppenaufnahme, und dann hättest du einfach da hinten eine Plate hinmachen können. Dann sähe das wenigstens aus wie ein schöner gemachter Radkasten. So sieht es einfach ein bisschen hässlich aus. Auch nicht wie im Original. Beim Original hast du auch ein bisschen mehr verkleidet. Ja. Gut, okay. Wie gesagt, es ist jetzt natürlich nur negativer. Erstens mal, es ist, ich habe ewig drauf gewartet. Die erste Welle habe ich verpasst. Dann kam die neue, kam es wieder. Dann habe ich es wieder verpasst. War mir andererseits wichtiger. Dann bei der dritten wollte ich es haben. Als es ankam, war Mitte Monat, und zwei Wochen später, als ich dann meinen Lohn hatte, war es schon wieder ausverkauft. Jetzt habe ich also die vierte Auflage erwischt. Und wie man sieht, es bestätigt sich das Gerücht nicht, dass die Steine besser werden, je mehr sie öfter aufgelegt werden. Also in diesem Fall, also ich meine, die ganze Front sagt genug. Ne? Leider. Ja, deswegen. Plus halt, dass der Bauspaß halt von der alten Sorten sind, und die ersten Fahrzeuge waren noch nicht so perfekt. Ja, also ich bin da leidlich zufrieden. Leidlich zufrieden. Eben der Bauspaß ist, es gibt dann auch so fragwürdige Sachen, also wo einem nicht klar gemacht werden, zum Beispiel bei Bauschritt 71 müsste eine 1x6 Plate. Und jetzt muss ich das ein bisschen größer machen. Das sind wir Bauschritt 73 und 74. Machen wir das Ganze mal ein bisschen heller, damit man das besser sieht. So. Oh, ist ja richtig hell. So. Also. Da seht ihr, da ist die Plate noch. Die 1x6 da unten. Hier fehlt sie. Aha. Und jetzt, wenn du das auf normal Größe so hast, das fällt einem doch gar nicht auf. Ich habe dann später erst rausgefunden, hä? Weil die Höhe nicht stimmte. Ja, aber was stimmt denn da nicht? Also bei den Türen, ja, was stimmt denn da nicht? Bis ich dann rausgefunden habe, dass das die 1x6 Plate ist, dass die weg muss. Also da hätte man wirklich mal darauf hinweisen können. Ne? Einfach das so verschwinden lassen, nervt. Dann auch die gibt es hier so eine Bautechnik dran, die ich auch etwas fragwürdig finde. Ja, gut. Das hier kommt so da dran. Aber es wackelt zu sehr hin und her. Das ist auch sowas, wo man immer aufpassen muss, dass das richtig schön dran ist. Und eben das da unten ist auch Blödsinn. Also wenn er die Dreierachse benutzen will, die Bluebricks dabei gelegt hat, ja, kann man machen, aber ich empfehle euch dringend eine Viererachse rein. Das ist sonst zu kurz, damit das da unten richtig hält. Ne? Man hat auch zwischendrin, hat man auch die Bauweisen hier unten, da sind über längeren Zeitraum gewisse Sachen nicht richtig stabil. Das hätte man auch anders lösen können. So. Ja, also der Bauspaß ist eher mal wieder von der anspruchsvolleren Sorte aufgrund nicht ganz so weise Entscheidungen beim Bau, finde ich. Aber okay. So, damit kommen wir mal zum Fazit. Also ich würde es nur holen, wenn man absolut Fan sind. Also ich werde das hier wieder verkaufen. Mir gefällt es nicht gut genug. Und auch wenn ich durchaus mich gerne an Colt Sievers zurückerinnere, so war es schlussendlich
nicht kultig genug, um mir jetzt zu sagen, ich muss das Fahrzeug auch hier stehen haben. Ne? Also wenn jetzt der Bau anders gewesen wäre, hätte ich ja vielleicht ein Auge zugedrückt, aber so. Also für absolute Fans, ja, man kann es bauen, es ist aber leicht anspruchsvoll und wenn es euch unbedingt gefällt, ja, könnt ihr machen. Link ist unten, wie immer. Affiliate-Links, ihr wisst, ihr zahlt nicht mehr, aber ihr unterstützt mich ein bisschen. Könnt ihr auch ein anderes Bluebricks-Modell nehmen, zum Beispiel den APC. Hm? Super. Oder das Dropship von Alien. Hm? Aber es ist jetzt nicht keine Katastrophe. Hm? Es ist keine Katastrophe. Ich bin halt einfach ein klitzekleines bisschen zu wenig Fan, um mir das gut genug reden zu können. So, ja. Aber nichtsdestotrotz, es lässt sich auch anständig bauen. Am Schluss, es hält auch alles einigermaßen und so. Das ist okay. Ne? Genau. Also, in diesem Sinne, macht's gut, habt viel Spaß beim Bauen. Bis zum nächsten Video. Bye, bye.